Haben wir den Level? Ne, den packen wir gar nicht. Aber ich habe Punkte bekommen, trotzdem. Wir haben's, yay! Season beendet, nice! Oh, ich habe so Angst gehabt. Aber dann ganz kurz vorm Urlaub. Na gut, eine Woche vorm Urlaub, also vor dem direkten Losfahren, habe ich dann erfahren, dass die Season bis zum 13. geht. Weil sonst hätte ich vor dem Urlaub noch die Belohnung freischalten müssen und ich war doch schon etwas erschöpft, muss ich zugeben. Aber okay, ne? Dafür war ja der Urlaub da. Ausgeschlafen habe ich immer schön, ne? Aber genug, too much information. Wir müssen uns ja konzentrieren, aber die Season ist ja quasi schon durch. Ich wollte das allerletzte Stückchen natürlich mit euch dann zusammenspielen. Deswegen habe ich noch das Fitzelchen von 99 auf 100 einfach mal gelassen. Und dachte mir so, hey, naja, bis zum Ende der Season hast du hier noch ein bisschen Zeit. Und dann können wir das schön zusammen machen. Oh, wie viel Kohle wir haben. Ach, meine Nase. Wir sollten mal Gold einkaufen gehen. Oh, wir haben sogar abgeschlossen. Wie überraschend. Zack, weggezimmert. Du miese Ratte, du. Oh, Strahlenschlägerei. Endlich wieder Strahlenschlägerei. Wir nehmen natürlich alles mit. Aber sowas von. Schön voll machen. Danke sehr. Aber wir brauchen Adiktol. Oh, wo kriegen wir denn bitte Adiktol her? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten, sich irgendwie hier von Abhängigkeiten zu befreien? Wow, vierfach. LMG. Ja. Aber wir hatten schon mal eine LMG. Das war LM Boom, sogar mit Explomuni. Aber zum Ende hin hat die nicht mehr getaugt gehabt. Ich glaube, wir können, ne? Können wir denn überhaupt noch schnell reisen? Wie wäre es ganz kurz mit dem Wayward? Das Gold wollen wir uns natürlich nicht durch die Lappen gehen lassen, wenn wir schon so viel Kohle haben. Na, das fängt ja schon mal gut an. Das Stückchen, wo ich gerade Gold gekauft habe, beim guten Smiley Smithy Sunny, ihr wisst schon, habe ich jetzt mal aus Versehen weggelassen. Es war medium spektakulär. Wir haben noch ein bisschen Pfeffer gefunden. Und ich habe meine üblichen Sprüche gemacht. So, legendärer Tauschautomat. Boom, Schakalaka, bräunig. Weg damit. Aber vierfach, ist das vielleicht was wert? Das kann ich jetzt gerade gar nicht einschätzen. Ich sollte FED76 aufsuchen. Wow, Nischenpreis 2.000 bis 3.000 Kronkorken. Also theoretisch, wenn das Ding nicht so schwer wäre, könnte man das für 2.999 Kronkorken in den Verkauf setzen. Machen wir aber nicht. Wir brauchen Kapazitäten. Wer weiß, was wir in The Pit alles bekommen. Das kann weg. Die superschnelle Verkaufsrunde. Glücksspiel, Glück abholen. So langsam, ne? So langsam. Ich muss erstmal so richtig schön warm werden. Meine Finger, die machen das alles wieder automatisch. Wenn wir soweit sind, haben wir zufällig einen Flux in der Tasche. Nein! Dann gib mir bitte 2 hier raus. Ich muss Kram klein machen. Das war auch immer sehr, sehr wichtig. Jeglichen Kram. Wie diese Maschinenpistole in lila. Das kann auch weg, ne? Die restlichen Score-Aufgaben können uns gerade gestohlen bleiben. Wir sind durch. Wir haben alles geschafft. Und wir wollen die restliche Zeit dafür nutzen, um, um alle wichtigen Dinge zu erledigen, die wir vor uns hergeschoben haben. Herstellungsloadout bitte. Einmal bitte die Großmengen durchfriemeln. Achso, ich trage den Western Staubmantel. Aber das ist nicht das Outfit, was ich eigentlich tragen möchte. Eigentlich möchte ich das Outfit wieder tragen, wo es die roten Handschuhe gibt, weil wir von den roten Handschuhen am meisten haben, weil so 90% spielen wir ja mittlerweile in der Ego-Perspektive. Aber rote Handschuhe, ne, die würden wir dann ständig sehen. Ich muss gleich mal gucken, ne? Kriegen wir alles hin. Das ist eine von diesen wichtigen Sachen. Die sind sehr, sehr wichtig. Hier können wir jetzt ein bisschen verstrahltes Material holen. Ein altes Problem von vor dem Urlaub. Aber jetzt wird alles anders. Ja, glaube ich. Los, schneller Mensch. So viele Zahnräder. Ist alles klein. Ich glaube schon, außer dieser komische Vocalsack, ne? Daraus kann man doch irgendwie, habt ihr mir mal geschrieben, auch
Nee, das ist was ganz anderes. Okay, das ist nicht der Vocal Sack vom großen Big L. Dem Level Boss. Also egal. Also können wir das auch zerlegt haben. Haben wir ja auch gemacht. Sehr schön. Einmal alles ablegen. Wie schön, Mensch. Und die Großmengen mitnehmen, die über 10 sind. Das werde ich nie wieder vergessen. Das werde ich irgendwann mal im Altersheim vor mich her brabbeln. In 15 Jahren oder so. Dann ist schon vorbei. Höchstwahrscheinlich. Länger halte ich nicht durch. Und dann bin ich stolz drauf, so weit gekommen zu sein. Viermal Stoff weg damit, Säure kann bleiben. Oh was, wie bitte 20 Großmengen Zahnräder? Ich glaube, ich spinne, Mensch. Okay, wir haben die Fluchse in der Tasche, nochmal Glücksspiel. Yay, ist ein richtiges Glücksspiel-Let's Play, Mensch. Irre, Verkaufs-Loadout, Hallöchen, Popöchen. Womit fangen wir an? Ohne. Wir haben keine Granate irgendwo aufgesammelt, das gibt's ja nicht. Naja, machen wir es kurz, okay? Die Serien weg. Und dann kümmert sich Zukunfts-Leo darum. Wie viele müssen wir dann verkaufen vom leuchtenden Blut? 400 durch 8. Ach, guck mal, das sind 50, haben wir gar nicht. Haha, sehr gut, verdammt gut. Red X kann weg, Red X verdünnt genauso. Und jetzt 90 durch 6 sind 15. Richtig, aber Punktlandung, sehr schön. Du hast jetzt nicht zufällig Adektol, ne? Bei Hilfsmittel finde ich das. Verdammt nochmal, das gibt's doch nicht. Ah, oh, ich brauche Adektol. Ich möchte nicht mit der Abhängigkeit durch die Gegend laufen. Schande, Mensch. Okay, müssen wir später erledigen. Ich gehe aufs Dach, okay, für die Belohnungen. Und wir werden das diesmal so ein bisschen favoritisierter durchgehen. Und zwar müssen wir jetzt nicht jede Kleinigkeit hier auseinandernehmen, die es da einzusammeln gibt, sondern nur die Highlights. Ich mache schon mal meine Notizliste auf von wegen Dingen, die ich unbedingt bauen möchte. Ach, guck mal, da ist sie ja. Fallout 76 Belohnungen und Bauprojekte. Na, dann wollen wir mal loslegen. Hier, Symbol, Dread Island Schild und Skillkarten. Nice, weiter. I. Lese ich gar nicht vor. Auch nicht schlecht. Boden, grüner, verschimmelter Teppich. Für mich ein Highlight, muss ich sagen. Schreibe ich auch direkt auf. Weiter, bitte. Totenkopfskin, das ist ein Anhänger, ne? Ja. Ja, aber auch nein. Ich bin sehr zufrieden mit unseren aktuellen Anhängern und generell bin ich nicht der größte Freund von Totenschädeln. Ach, guck mal, hier kann man auch die Kapitel wieder abspielen. Ist das Deutsch? Na? The famous Flying Franklin Family. Ach, schade. A Dread Island Tale. Hör ich mir privat nochmal an. Ganz bestimmt. Lunchbox, sehr schön. Scheinwerfer. Das sind neue Lampen. Das ist ja cool. Direkt auf die Liste. Haben die dann auch so einen schönen Scheinwerfer-Spot? Ich will doch schwer hoffen. Ach so. Hier vorne, das war die Fallout First Belohnung. Ich sehe es gerade. Ah, oh nein. Jetzt haben wir ein Skillkartenpaket weniger. Ist verschmerzbar. Goldbarren. Oh, 250 ist schon nicht wenig, ne? Aber aktuell haben wir jetzt nicht die, ich sag mal, zwingendsten Goldkaufprojekte, deswegen, naja, geschenkt, Mensch. Ihr gebt ja auch eine ganze Menge Geld dafür aus, ihr lieben Fallout First Spieler. Liebe geht raus. Legendäres Modul, Dankeschön. Atome, Kronkorken. Das ist wieder Fallout First, ne? Absolut, das ist so ein Überkopf-Emoji, ne? Ich glaub schon. Ultrazit-Skin. Wofür? Oh, das ist ein Anhänger, ne? Oh, der ist schon Schmuck, ne? Mal gucken, ob wir den integriert bekommen. Danke sehr. Weiter. Ich mach mal die zweite Musik hier aus. Das überlagert sich hier gerade mehr als sonst. Wir wollen auch hier nur die schöne Musik vom Board hören, Mensch. Bis sie uns auf den Keks geht. So, weiter. Lederrüstung, Lackierung Raider-mäßig. Ja, ist schon cool. Problem ist nur, wir tragen keine Lederrüstung. Rüstung zum Aufstellen, ne? Für den Keller? Warum eigentlich nicht? Ist auf der Liste. Skillkarten für uns und plus 5% Score-Boost für die Fallout First-Mitglieder. Naja, ich will ehrlich sein. Ich hab diese Saison echt viel gespielt.
und auch echt viel eigentlich aufgenommen bis zum Zeitpunkt, wo ich dann in Urlaub gefahren bin. Und hätte ich nicht so viel gespielt und dann im Nachhinein auch noch ohne Aufnahme gespielt, hätte das wirklich eng werden können. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch für die nächste Season gelten. Aber schön, Mensch, noch mehr Fallout 76. Was kann es Schöneres geben? Feuerwerk, nice. Reparaturkette, 45 Lackierung. Söldnerfirma. Oh, da kriegen wir bestimmt wieder für alle Rüstungen was. Müssen wir gucken, wie wir das integrieren können. Ist das da vorne nicht ein Hellcat-Logo? Doch, 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 ne? Aber brauchen wir uns noch nicht aufschreiben. Nice, legendäres Modul, wunderbar, Atome. Und Lynchboxen für die Förstler. Grüße, verstrahlte Grüße. Kronkörkchen, Knochenregal, ui. Ja, das hat was Kultistisches. Leider nicht für unsere Oberwelt oder für unser Oberweltcamp, aber für den Keller, warum eigentlich nicht? Ey, wir brauchen mehr Baubudget fürs Camp, Mensch, Bethesda. Unbedingt, das kann doch nicht sein. Der zweite Bauslot, ja, aber ich will doch alles in einem riesigen Camp haben. Und dafür würde ich mir fast sogar schon noch überlegen, ob ich mir dann doch eventuell Fallout First hole, wenn mein Camp dadurch irgendwie dreimal so groß sein könnte. Das müssten die ja nur richtig kommunizieren, von wegen, ja, das kostet mehr Serverkapazitäten und deswegen müssen die, die mehr bauen wollen, auch mehr bezahlen, würde ich, also... Macht mir gerade ein gutes Gefühl im Bauch. Knochenregal, Metallrüstung, Lackierung, Raider-mäßig. Ah, tragen wir auch nicht. Und Clown-Gemälde. Na, das ist schon so richtig schön creepy. Das hätte ich gerne im Keller. Neid pur, aber okay. Symbol-Lagerfeuer, dankeschön. Haben wir schon erspielt. Wir wollten unbedingt das intelligente Glücksspiel schon für die 9. Season haben. Damit wir da schneller Punkte kassieren. Skillkarten, Atomraketen, Schlüsselkarten, T51 Lackierung. Mit Hellcat-Logo. Doch, das ist ein Hellcat-Logo. 2500 Kronkorken. Naja. Also Kronkorken sind aktuell eher weniger ein Problem von uns. Der Laden läuft. Legendäre Scheine 100. Atome, Goldbarren. Mhm. Söldner Firma Lackierung. Ja. Den Pip-Boy gucken wir uns. Wenn nur noch eigentlich in der Third Person an und ich muss sagen, der Blaue steht uns einfach mal besser. Aber trotzdem schön, danke sehr. Roboterrüstung, Lackierung, Raider-mäßig. Ja, die könnte man ja fast mal bauen, der Variation wegen, aber ich muss noch mal ganz genau gucken, das mache ich, wenn The Pit da ist, ob sich da vielleicht noch eine aktuellere neue Rüstung gibt, aber die wird auch irgendwann mal gebaut. Ich schreibe es mir trotzdem auf, irgendwann machen wir das bestimmt und mir fällt auch gerade so ein, weil ich ja jetzt wieder in kleineren Schnipseln aufnehme, kann ich wieder zeitnah auf eure Tipps und Kommentare eingehen. Ich habe mir so viel hier aufgeschrieben, was ich noch nicht in die Tat umsetzen konnte. Unter anderem habe ich mir aufgeschrieben, Pfeffer gibt es in Bolton Greens. Dankeschön für den Tipp. Tante, anderer Lauf benutzen. Vielen Dank für diesen Hinweis. Mary war gemeint im Right Spring Resort in Bezug auf die Zuckerbomben. Mhm, dankeschön. Supercam, Nahkampf Daily ausprobieren. Werden wir auf jeden Fall irgendwann tun. Rote Handschuhe habe ich mir selber aufgeschrieben. Und Black Mountains Ordnance, da gibt es auch Starbeeren. Viele, viele wichtige Dinge. Und das war nur ein Stückchen aus der langen, langen Liste. Verarbeiten wir alles. Stück für Stück. Symbol, Spinnenangriff. Danke sehr. Skillkarten, nice. Knochenton. Auch schon wieder so kultig, ne? Damit könnten wir ja zum Beispiel bei uns den Chefsessel in der Teamecke bei uns im Keller austauschen. Könnte man machen. Ich schreibe ihn mir auf. Lynchboxen. Baggerlackierung Söldnerfirma. Ja, legendäre Module, Atome, Kronkorken. Patriotenhut auf die Liste. Aber warum das jetzt hier irgendwie ein Patriotenhut sein soll, erschließt sich mir nicht ganz. Das ist doch eine Melone. Ach ja, stimmt, genau. Ich wurde ja auch in den Kommentaren bezüglich einer Melone gefragt, wo meine geblieben ist. Ich glaube, das war jemand von früher aus den Twitch-Streams, weil ich 90% meiner Fallout 4-Streams auf Twitch damals immer die Melone getragen habe, wegen Ausdauer oder Bewegung. Irgendwas haben wir damit gepafft. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Lange ist es hier. Marinerüstung, Lackierung, Rädermäßig. Symbol H4RT, danke sehr.
Kärtchen, Raider-Lackierung für den Superhammer, den wir leider nicht benutzen. Benutzen wir aber automatisch, wenn wir irgendwann mal, also sehen wir ja dann, ne, wenn wir irgendwann mal einen Superhammer ausbauen. Module, T60-Lackierung mit Hellcat-Symbol Atome. Das Ding haben wir gesehen, das ist der Grill, ne? Davor haben wir ein Bildchen geschossen im Camp eines Mitspielers. Das mussten wir für Scorepunkte tun. Chuck Wagon. Aber wir haben... Naja doch, wir haben unsere Kochecke, die ist schon sehr stylisch bei uns im Laden. Atome mitnehmen, habe ich gesagt. Ich hau's auf die Liste, aber ich weiß jetzt noch nicht, wie wir das umsetzen können. Thematisch passt das auch nur so halb bei uns ins Camp, aber das Ding sieht schon verdammt cool aus. Ja, erstmal auf die Liste. Und weiter. Atome. Kronkorken. Oh, und die Fallout Firster bekommen ein Bauobjekt. Container Blau ist jetzt nicht so die Mega-Message, aber trotzdem sehr cool, muss ich sagen. Ne? Es ist was Baubares. Raider-mäßig, Kampfrüstung, Lackierung. Yay, Patrioten-Outfit. Ach, das ziehen wir einfach mal dann an. Ne? Wir pfeifen auf die roten Handschuhe, dann haben wir auch gleich ein neues Hütchen. Können wir bestimmt gut auch mit irgendeiner Gasmaske kombinieren. Auf die Liste, bitte. Die nächste Belohnung, bitte. Kärtchen. Legendärer Kern, sehr schön. Fünfmal Lynchboxen. X01-Lackierung, Söldnerfirma. Wieder mit dem, genau, mit diesem Logo. Legendäres Modulatome, Gold. Vergoldete Granate. Aber das ist doch nur ein Symbol, oder? Das ist jetzt kein Anhänger. Da würde ich ja fast schwach werden. Aber nee, da würde ja dein Skin stehen müssen, ne? Ja gut, danke schön. Es war auch nichts Baubares. Secret Service Rüstungslackierung. Oh nein, wir müssen zurückwechseln in die Secret Service Rüstung. Aber dann können wir das Outfit nicht tragen. Schande, Mensch. Aber das Ding sieht so cool aus. Oh mein Gott. Dann tragen wir erst genau die Rüstung und dann das Patrioten-Outfitchen. Und damit wir uns nicht vertun, schmeiße ich alle anderen Bekleidungen in den Verkaufsautomaten. Wo ist die Liste? Oh, warte mal, man kann hier zoomen. Was? Wie bitte? Das sagt mir jetzt erst einer. Haben wir überhaupt noch unsere Secret Service Rüstung oder habe ich die vertickt? Nee, oder? So blöd bin ich mal ich. Die haben wir bestimmt noch irgendwo. Kassiert, Mensch. Symbol, abgestürztes Flugzeug. Karten. Das türkische Duo-Lackierung. Für die Power-Polenta. Ein Grund mehr, sie mal wieder einzupacken. Wo ist die Liste? In die Tasche damit. Tragekapazitätsboost. Adektol wäre mir gerade lieber, aber nehme ich auch sehr gerne. Ultrazit-Lackierung. Jawohl, ja. Legendäre Scheine. Atome. Gold. Gold, soweit das Auge reicht. Verwitterter Backstein. Tapete. Ja. Liest sich jetzt ein bisschen komisch, ne? Schön. Schön, schön. Ja, stimmt. Wir müssen ja auch noch eine neue Begleiterecke einrichten. Der Sam, der fliegt raus, ne? Hatten wir ja schon ein paar Mal erwähnt gehabt. Ich weiß noch nicht, wen wir jetzt nehmen. Der mir bisher am sympathischste Begleiter im Camp war eigentlich der Xerxos, weil der hatte auch den super Buff gehabt, ne? Irgendwie instant, sofort, immer sicher, Agility plus 2 oder so. Ich habe gehört, die Kleine, die soll auch so einen ähnlichen Buff haben. Aber der ist tageszeitabhängig. Müssen wir mal gucken. Eins nach dem anderen. Liste. Das nächste Highlight, bitte. Reparaturkit. Oh nein. Halloween-Kürbis, Helm schwarz. Oh. Und der hat bestimmt auch diese kleinen Flammen, ne? Ja. Ist cool. Würde ich mir fast auch einzeln im Atomshop kaufen, aber... Also das ist jetzt... Also generell die ganzen Belohnungen für Fallout Firstler, das ist es mir nicht wert. Nee. Ne, wäre schon schön, aber... Preis-Leistung? Symbol Schädelhöhle, danke sehr. Skill-Paket, nice. T65-Lackierung, Söldnerfirma. Oh...
Ja, unsere Powerrüstung müssen wir natürlich auch für die 10. Season vorbereiten. Die muss ein bisschen schicker werden. Vielleicht überrollen wir auch die ein oder andere Einheit, also das ein oder andere Teil. Blauer verschimmelter Teppich, das wird ja immer besser. Legendäre Module, Atome, Lynchboxen, Kronkorken, Atomraketenschlüsselkarten, Symbol. Ach hier, und da ist das ganze Outfit dann für den Kürbishelm. Ist ja auch bald wieder Halloween, ne? Naja, viel Spaß damit. Knochenbogenskin. So einen richtigen Bogen, hatten wir den schon mal? Irgendwas hatten wir, Armbrust oder Bogen. Aber das hatte sich als nicht so praktisch herausgestellt gehabt. Aber allein für die Variation sollten wir uns schon mal einen astreinen Bogen bauen. Ist auf jeden Fall... Also ich würde anstacheln, würde ich nehmen, ne? So ein Sniperino-Bogen. Naja, ich pack's auf die Liste. Lynchboxen! Blackbird Elite Jetpack. Ach Mensch, schade, dass wir in der Powerrüstung nicht mit Jetpack spielen. Aber sieht schon ganz nett aus, ne? Vielleicht kommt doch irgendwann mal die Gelegenheit. Legendäre Scheineatome. Gold! Gold, 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 Gold. Schrottplatz, Kultistenhelm. Oh, ui. Ja, das ist cool. Das packe ich aber wirklich auf die Belohnungsliste. Vielleicht kombinieren wir dann einfach diesen hier, den Schrottplatz-Kultistenhelm, mit unserer beskinnten Secret-Service-Rüstung. Mal gucken, wie wir das machen. Das wird schon super. Ne? Das ist wichtig für die 10. Season. Wir wollen geschniegelt und gestriegelt sein, wenn es dann rübergeht in die Expedition. Und da ist der Bierkrug, Dread Island, mit der Insel und dem Unterwasserkopf. Sehr, sehr cool. Und so langsam befinden wir uns hier auch auf der Zielgeraden. Symbol vom Roboter. Skillmünzen. Legendäre Kerne. Module. Schrottplatz. Kultisten-Outfit. Oh, jetzt kommt ja noch ein Outfit dazu. Und das sieht sehr Mad Max-mäßig aus. Ist das ein Umhang oder sind das Äste oder so? Vielleicht so ein paar Lederfetzen, die gerade durch die Luft wirbeln. Liste. Und was sehe ich da? Ach genau, Armdrückenmaschine. Mit dem Ding würde man Charisma bekommen. Ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber wir werden das Ding sicherlich irgendwo aufstellen. Höchstwahrscheinlich im Keller. Und last but not least, Level 100. Uiuiuiuiuiui. Ach, eine Hundestatue. Die ist schon sehr cool. Ich gönne sie euch, ihr Förstler. Auf jeden Fall. Boom. Was gab's da jetzt genau? Warum geht das hier nicht weiter? Das... Ich kann mir das doch noch angucken, oder? Nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte mir jetzt die Highlights vom letzten Level nochmal angucken. So wie hier. Aber es gab Atome, ne? 500 oder... Doch ja, also ja, auf jeden Fall. Unterwegs gab es Atome und... Oh Gott. Ein Glück haben wir Kohle ausgegeben. Ja, unterwegs gab es Atome und zum Ende höchstwahrscheinlich auch. Wollen wir gleich einkaufen gehen? So eine Kleinigkeit. Ich habe da schon was erspäht gehabt. Und zwar für die wundervolle Fantastic. Ein hellblaues Skin. Wir wechseln von Vault-Tec Dunkelblau zu Hellblau, der Leiter. Wenn ich ihre Aufmerksamkeit auf die Gegner in ihrer Sichtlinie lenken dürfte... Aber, schwarzer Schalldämpfer, ne? Oh nein. Ich dachte, das würde irgendwie hier einen roten oder einen orangenen geben. Wie so ein Dekel an der Waffe. Oh, ich hätte jetzt schon ganz gerne den gelben Schalldämpfer da drauf. Weil den Schalldämpfer sehen wir ja mit am meisten, ne? Kann das nicht einer von euch modden für mich? Dass ich auf dieses, also bei diesem Skin... den gelben Schalldämpfer raufbekomme. Ich kann das nicht. Ich werde das wahrscheinlich auch nie lernen. Aber es wäre schon cool. Das wäre es soweit, ne? Gibt es irgendwo noch ein paar coole Angebote? Collectron-Paket. Nein, ich bin sehr zufrieden mit dem Hund. Der macht, was er soll. Wenn man weiß, mit ihm umzugehen. Man muss den ganzen Schrott aus der Hundehütte nehmen. Sonst sammelt er keine Colas. Hatten wir ja auch letztens, oder naja, vor ein paar Wochen die Diskussion in den Kommentaren, beziehungsweise den Austausch. Es war ja keine Diskussion.
War ja alles wie immer locker flockig. Resonator-Gitarre. Aber 500? Ich wäre ein Geiz, also wenn ich das Ding nicht mitnehmen würde, ne? Oh mein Gott. Aber wir kriegen da auch den Buff wieder, ne? Den gut gestimmten Buff. Neues Instrument, da sag ich nicht nein. Mensch, kommt auf die Liste. Und nu war es das schon, Ausverkauf. Mutanten-Dummy. Für 300. UFO, oh, Räucherstäbchenbrenner. Glühwürmchendecken. Oh. Ich möchte ein paar. Also ich möchte wieder 1500 Atome zurückhalten. Man weiß nie, was zum Ende der nächsten Season passiert. Ne? Vielleicht reicht es ja diesmal wirklich nicht aus. Vielleicht wird Bethesda die Season so richtig schön knapp gestalten, wenn man nicht Fallout First ist. Und dann fehlen uns am Ende hier 10 Level. Deswegen würde ich ganz gerne 1500 Atome zurückhalten. Und die fasse ich wirklich nicht unterwegs an. Es sei denn, es kommt irgendwas Cooles bei den Waffenskins. Ah. Mutanten-Dummy oder UFO-Räucherstäbchenbrenner. Aber das riecht doch so gut, Mensch. Noch irgendwas vielleicht? Mottenmann-Kultpuppe. 250. Wir hätten noch 400 hätten wir noch, die wir safe ausgeben können. 400. Neu. Nur für kurze Zeit, 5 Tage. Ihr macht es aber auch immer spannend, ihr liebes Bethesda-Team. Das ist alles zu teuer, das mache ich nicht. Mache ich nicht. Outfits habe ich genug ohne Ende. Stile, genau hier. Als ob ich für irgendwelche Emotes Geld, also Atome ausgebe. Ist ja Spielzeitgeld. Wir zahlen mit unserer Aufmerksamkeit. Nichts ist umsonst. So ist das hier im Internet. 200. Aber die Fahnen interessieren mich weniger und ebenso wenig interessieren mich hier die modernen Gemälde. Wir nehmen. Das macht doch was. Nicht, dass es wieder so ein olles Ding ist wie der Krokodilskopf vom Aquapark, der nur 3 Blasen oder so raushaut. Dafür haben wir auch echt Kohle ausgegeben. Aber Glühwürmchendeckenlampe ist auch sehr cool. Leuchten die wenigstens stark? Können wir da Biolumineszenzflüssigkeit abzapfen? Warte mal, ich guck mir mal die Bilder hier vom Räucherstäbchenbrenner an. Oh, aber der Dummy ist halt groß, Mensch, ne? Ich glaube, der leuchtet auch im Dunkeln. Naja. Wir haben ja noch 5 Tage, ne? Kann auch sein, dass ich es verpeile. Vielleicht ist das auch gar nicht mal so schlecht. Wenn man unschlüssig ist, wenn man das einfach nicht fühlt, dann sollte man Geld nicht ausgeben, ne? Jetzt nicht auf Druck. Nee, auf Druck schon mal gar nicht. Wie schön das hier eigentlich aussieht, wenn der Schnee mal nicht da liegt. Hallo Appalachia! Wir machen weiter. Wir passen erst uns an und dann passen wir die Rüstung an. Gras, Mensch! Alles voll mit Gras. Ding, dong, ding, na, hallo!